Ja, hallo, ich grüße euch alle ganz herzlich, heute live aus Hamburg. Ich bin hier zu einem Vortrag gekommen von Dr. Colin Goldner. Vielen von euch ein Begriff als Autor der Bibeln für die Arbeit, die im Zoorecht tätig sind oder auch mit Zirkussen zu tun haben. Dr. Goldner hat diese Bücher geschrieben und hat hier in Hamburg gerade einen Vortrag gehalten, wo er ganz eindrucksvoll die Geschichte des Zoos wiedergespiegelt hat und auch die Säulen des Zoos eigentlich ad absurdum geführt hat. Colin, viele meiner Zuhörer waren eben nicht auf deinem Vortrag dabei. Und eine der Hauptaussagen, die du gemacht hast, war, dass die Zoos sich immer noch berufen auf Arterhaltung und auf Forschung. Da hast du sehr eindrucksvoll geschrieben, warum das falsch ist. Kannst du noch mal das kurz für meine Zuhörer zusammenfassen? Ja, die Zoos berufen sich auf 4 argumentative Säulen, mit denen sie ihre Existenz rechtfertigen. Das ist zum einen das Argument, sie trügen zur Bildung ihrer Besucher bei. Zum zweiten, sie trügen zum Artenschutz bei. Sie seien also eine Art Arche Noah für von Aussterben bedrohten Wildtieren. Zum dritten, sie betrieben Forschung. Und zum vierten, sie trügen bei als Ausgleich für Natur- und tierentfremdete Großstädte, die in Zoos Entspannung und Vergnügen fänden. Ja, das ist aber ja nun in der Tat nicht so richtig. Ich weiß, es gibt ein paar wenige Tiere, du hast es auch aufgezählt, wie die Winsente, die letztendlich ausgewildert werden, aber die Zucht in den Zirkussen, passt aber eng zusammen, Zoo und Zirkus ist für mich ein und dasselbe, nur die Umzugsvarianten sind kleine Unterschiede. Im Zoo wird ja tatsächlich nichts gezüchtet, um sie später auszuwildern, die Tiere, sondern um sie zur Schau zu stellen, deswegen werden sie auch nachgezüchtet. Ich denke dann die Eisbären, wir hatten über den Zoo in Bremerhaven am Zoo am Meer gesprochen, wo Eisbären gezüchtet werden, die letztendlich ja überhaupt nicht dazu dienen, ausgewildert zu werden und werden hier in warmen Regionen gezüchtet. Ja. Kennst du aktuell Fälle im Zoo, wo wirklich Tiere zur Arterhaltung und zur Auswilderung gezüchtet werden? Ja, es gibt innerhalb des sogenannten europäischen Erhaltungszuchtprogrammes gibt es tatsächlich ein paar wenige Arten, Spezies, die für die Auswilderung in Frage kommen könnten. Es sind eine kleine Handvoll Tieren, das sind die Attax-Antilopen, das sind die Onager-Wildesel, das ist das Wisent, Uhu, Weißstorch, Gänsegeier und ein paar wenige andere Arten, also ein minimaler Prozentsatz der von Zoos nachgezüchteten Arten kann potenziell ausgebildet werden. Die existierenden Ausbildungsprojekte sind allerdings keineswegs so erfolgreich oder erfolgversprechend, wie der Öffentlichkeit weisgemacht werden soll. Sie dienen ausschließlich dem Greenwashing. Tatsächlich geben die Zoos überflüssige Tiere, die sie für ihre Nachzucht oder für ihre Zurschaustellung nicht brauchen, an Auswilderungsprojekte externer Art. Beispielsweise ein überzähliger Bartgeier wird an ein Bartgeier-Ausbildungsprogramm abgegeben und wird von denen dann ausgewildert. Und die Zoos schreiben sich aber dieses Auswilderungsprojekt als erfolgreiche Auswilderung auf die eigenen Fahnen. Also reine Augenwischerei, reines Greenwashing. Ja, wo du das auch gerade sagst, auch die Vögel angesprochen hast, es ist ja für mich immer eine Schizophrenie. In Deutschland ist ja verboten, Vögel die Flügel zu stutzen, wenn man sie hält. In Zooanlagen sieht man aber sehr oft Flugvögel, die nicht eingezäunt sind im Oberbereich, die eigentlich wegfliegen könnten. Und sie fliegen nicht weg. Ja. Und ich weiß, aus dem Zoo Berlin, da gab es jetzt im Dezember eine Sendung bei Jäger und Sammler, wo dann auch bestätigt wurde, dass wohl einige Vögel davon noch nach dem alten Bestand gestutzt worden sind. Wie ist deine Erfahrung? Findet das nach wie vor aktuell statt? Es ist seit einiger Zeit, es ist nicht mehr erlaubt, Vögeln die Flügel zu kopieren, das heißt Teile des knöchernen Apparates zu amputieren. Es wird nach wie vor gemacht. Zudem gibt es eine Vielzahl an Vögeln aus Altbeständen, die mit amputierten Flügeln herumlaufen. Wird gerne gemacht bei Marabus, die dann bei den Kindern den Eindruck erwecken, es handelt sich nicht um fliegende, sondern nur um schreitende Vögel. Offiziell wird in Zoos nur noch die Methode des Herausschneidens von Schwungfedern praktiziert, was im Prinzip aber auf selbe herauskommt wie die Amputation. Die Vögel werden ihres wesensbestimmten Merkmals, nämlich fliegen zu können, beraubt. Letztendlich hat das dann ja gar nichts mehr mit Arterhaltung zu tun. Denn wenn ein Vogel oder ein Tier allgemein seinen
artgerechten Verhalten nicht nachkommen kann, dann züchte ich ja quasi eine neue Art, weil die sich ja entsprechend ihren Behinderungen anpassen wird und auch das weiter an ihren Kindern geben wird. Nehme ich mal das Beispiel, das typische Fehlverhalten der Eisbären im Zoo, wo man sie stereotyp im Kreis laufen sieht, das Stereotypenweben der Elefanten und so weiter und so fort, das wird ja weiter vererbt. Nun, die Eisbären und Elefanten sind ja nicht Tiere, die zur Ausbildung vorgesehen sind. 92% aller Tiere, die in den Zoos gehalten werden, sind nicht für Ausbildung möglich oder geeignet. Sie werden in den Zoos gehalten und werden in den Zoo nachgezüchtet, um weitere Ausstellungsgegenstände im Zoo zu haben. Zoos züchten für Zoos nach. Und die paar wenigen Ausbildungsprojekte oder Nachzucht- und Ausbildungsprojekte, die von den Zoos betrieben werden, sind, wie gesagt, reine Augenwischerei. Jetzt gibt es ja gerade die große Diskussion um den Bono-Affen Billy. Die hast du sicherlich auch mitverfolgt. Ein Affe, der mit der Flasche großgezogen wird, der in ein neues Rudel eingegeben wird von Weibchen, wo er sich kaum integrieren kann. Man wird sicherlich Geduld haben mit ihnen vor Ort. Und irgendwann heißt das dann, jetzt hat er sich ja eingegliedert und er wird seinen Sex haben und fühlt sich gut. Wie ist deine Einschätzung zu der Situation um Billy? Wird so ein Projekt klappen können? Nun, das war, mit Billy war das ein katastrophales Fehleinschätzen des Wuppertaler Zoos. Die glaubten, einen ohnehin schon sozial gehandicapten, weil Flaschen aufgezogenen Jumbo-Nobo ohne weiteres in eine bestehende Gruppe integrieren zu können. Die haben den aus Frankfurt übernommen, weil sie in Wuppertal ein neues Zuchtmännchen in Anführungszeichen haben wollten und haben ihn dort einfach konfrontiert mit 10 weiteren Bonobos, denen er nicht gewachsen war. Er ist gekommen ohne seine Mutter. Er hat auch in Frankfurt keine Mutterbindung gehabt und war heillos überfordert, ist von den dort lebenden Bonobo-Männern aufs Heftigste attackiert worden, auch schwer verletzt worden. Man hat ihm ein Ohr halb abgebissen, hat einen Finger oder einen Zeh abgebissen. Und es dauerte 3 Monate, bis der zu Wuppertal und auch dann erst nach massiver Kritik von außen sich bereit gefunden hat, den Bonobo Billy zumindest zeitweise von den ihn mobbenden anderen zu separieren. Er lebt augenblicklich zusammengesperrt mit 3 anderen, die ihm von Hause aus sehr freundlich gesonnen waren. Da gibt es keine Probleme. Die Probleme können aber jederzeit wieder aufflammen, wenn er mit der Gesamtgruppe zusammengeführt wird, was über kurz oder lang gemacht werden muss, da die 4 separierten Bonobos in einem Abteil leben, das man den Gorillas abgezogen hat. Das heißt, man hat das Gehege der Gorillas reduziert, um Platz für diese ausgelagerten 4 Bonobos zu kriegen. Natürlich waren die und sind die Gorillas durch diese Beschränkung und Begrenzung ihres Lebensraumes alles andere als begeistert. Jetzt ist der Zoo Wuppertal ja sowieso in der Kritik. Einerseits hatte er gesagt, wir werden die Eisbären abgeben, weil wir sie nicht artgerecht halten können. Auf der anderen Seite brauchen aber das Eisbärengehege, um letztendlich die Seelöwen ein artgerechtes Gehege zu bringen. Das heißt, sie haben über Jahre hinweg ja dort in Gehegegrößen gearbeitet, die für die Tiere überhaupt nicht artgerecht gewesen sind. Ja. Und aus meiner Sicht heraus ist eine Gefangenschaft sowieso nicht möglich, dass die Tiere ihr normales Leben ausleben können. Ja. Siehst du ähnlich, oder? Die Gehegegrößen in Wuppertal sind sehr bezeichnend für die Gehege- und Käfigausmaße in den deutschen Zoos. Sie sind durch die Bank viel zu klein. Selbst das größte Gehege, der größte Käfig, der irgendeinem Wildtier zur Verfügung gestellt wird, liegt im Promillebereich der Flächen, die die Tiere im Freiland bewohnen. Allein die Beengtheit der Käfige und Gehege macht die Tiere krank. Sie werden depressiv, sie werden lethargisch. Sie müssen, um diese Haltungsbedingungen überhaupt überleben zu können, vielfach mit Medikamenten behandelt werden, mit Antibiotika, mit Antimykotika, mit Hormonpräparaten, auch mit Psychopharmaka. Viele der kognitiv höher entwickelten Tiere, Elefanten, Delfine, Menschenaffen, werden fortlaufend mit Psychopharmaka, insbesondere mit Valium, also Benzodiazepinen, behandelt, damit sie dem Stress dieser Haltung auf engstem Raum überhaupt gewachsen sind, um das Ganze überhaupt überleben zu können. Jetzt behauptet der Zoo ja auch, dass er eine Art Forschung betreibt. Diese Forschung hat aber nichts mit Tierversuchen im eigentlichen Sinne zu tun, wie wir es verstehen. Wie kann man sich das vorstellen, was die Zoos als Forschung anbieten wollen und deklarieren?
Nur die Zoos behaupten, sie betrieben Forschung ex situ, also in der Situation der Gefangenschaft, um freilebenden Tiere in situ möglicherweise veterinärmedizinisch oder auf andere Weise besser helfen zu können, wenn die in Problemen sind. Tatsächlich betreiben sie, wenn sie überhaupt Forschung betreiben, nur Forschung, die dem Zoobetrieb oder der Zoobetriebswirtschaft zugutekommt. Sie betreiben etwa Forschung, wie sie Besucherströme leiten können an besonders besucherintensiven Tagen, wie an Ostern oder Pfingsten oder am Muttertag. Ansonsten ist die Forschung, die dort betrieben wird, ausschließlich an den Interessen der Haltung von Tieren in den Zoos orientiert und der wissenschaftliche Wert, auch der veterinärmedizinische Wert für Tiere im Freiland bewegt sich gegen Null. Für mich bedeutet Zoo und auch Zirkus, dass man den Tieren per se 90% ihrer artgerechten Haltung genommen hat und die Tiere arrangieren sich mit den 10%, die ihnen noch verbleiben. Mhm. Und jetzt war ich in deinem Auftrag auch sehr aufmerksam und habe zum ersten Mal gehört, dass es da auch so Aktionstage gibt wie Halloween und sonstige Schreckensszenarien, die in Zoos abgehalten werden. Wie reagieren die Tiere darauf, denen man ja schon so viel von ihrem natürlichen Verhalten genommen hat? Werden die ruhig gestellt oder kommen die mit solchen Situationen verhältnismäßig gut klar? Ja, zum einen werden sie ruhig gestellt, zum anderen sorgt man dafür, dass Tiere, die sich möglicherweise über solche Inszenierungen wie Halloween oder auch Geburtstagsfeiern oder sonstige Veranstaltungen in den Zoos, mit denen sie Publikum anlocken, Tiere, die sich da gestört fühlen könnten, vor deren Käfigen wird sowas halt dann nicht gemacht, sondern nur vor solchen, denen es entweder gleichgültig ist oder die derart in Lethargie versunken sind, dass ihnen dieses Bohai und Ballyhoo vor ihren Käfigen weiter nichts ausmacht. Zoos versuchen auf jede nur denkbare Weise zahlendes Publikum anzulocken, und wenn sie das dann an Halloween mit irgendwelchen Horrorgestalten im Zoo machen, dann ist das Teil des Systems. Ist es nicht sinnvoller zu sagen, dass man im Zoo jetzt per sofort ein Gesetz verabschiedet, das eine generelle Nachzucht im Zoo per se untersagt, sodass sich das Thema Zoo Stück für Stück erledigt, dass der Zoo dann quasi nur noch Tiere aufnimmt, bis er dann ausgestorben ist und man dieses Geld, das man aktuell in die Zoounternehmen investiert, eher in die Anti-Wilderei-Kampagne weltweit einsetzt und auch Naturreservate schafft? Ich glaube, das hat auch mehr mit Arterhaltung zu tun als ein Zoo, oder? Ja, natürlich, das wäre in höchstem Maße wünschenswert, wenn die gigantischen gigantischen Steuergelder, die in den Erhalt und weiteren Ausbau von Zoos investiert werden, in den Erhalt der natürlichen Heimaten dieser Tiere investiert würden. Allerdings ist es ein frommer Wunsch. Das wird so schnell nicht passieren. Weiterhin die nächsten Jahre und Jahrzehnte werden Zoos mit Steuergeldern gepampert werden. Der Wunsch, dass diese Gelder in andere Projekte, in Naturarten- und Tierschutzprojekte umgeleitet würden, wird sich so schnell nicht realisieren lassen. Ja, jetzt bin ich auch schon fast am Ende mit meinen Fragen, die ich habe. Aber eine dringende Frage, die natürlich auch meine Zuhörer mal und Zuseher haben. Was können wir als Außenstehende tun? Was können wir als Otto Normalverbraucher tun, um auf das Thema Zoo hinzuweisen? Und wie können wir aktiv unterstützen, dass die öffentliche Wahrnehmung vom Zoo eine andere wird und sie dort eingeordnet wird, wo sie ist, nämlich Ausbeutung von Lebewesen? Ja. Nun, der einzige Weg, den wir als Außenstehende, ist nicht Teil des Zoowesens und nicht Zoobesucher, der einzige Beitrag, den wir leisten können, ist ein eher paradoxer. Er besteht darin, in die Zoos zu gehen, auch wenn jedes Eintrittsticket natürlich Geld in die Kassen der Zoos spült. Aber das ist der einzige Weg, in dem Missstände in Zoos, die in jedem Zoo herrschen, aufgedeckt und in die Öffentlichkeit gebracht werden können. Zoos leben wesentlich von ihrem guten Image, von dem Image, dass es den Tieren dort gut geht, dass die Tiere dort bestens versorgt werden, dass die Zoos tatsächlich auch einen Beitrag zur Bildung leisten, zu besserem Naturverständnis. Wenn man in die Zoos geht und die Realität wahrnimmt und vor allem die Realität dokumentiert und an die Öffentlichkeit trägt, dann wird das Image der Zoos, auf das sie so sehr bedacht sind, das gute Image der Zoos, Schaden leiden, und damit wird den Zoos möglicherweise auch das Wasser abgegraben. Also was wir tun können, ist, Zoos als das zu entlarven, was sie sind, nämlich Gefängnisse für lebenslang eingesperrte Wildtiere.
Ja, dann danke ich für deine Informationen, für die Aussagen. Du wirst das Schlusswort haben und dann blende ich noch einmal auf deine Bücher ein, die ja letztendlich, vielleicht kannst du da noch ein Wort drüber verlieren, eine Grundlage sind, wenn man sich mit Zoo- und Zirkustierhaltung beschäftigen will. Mhm. Ist das richtig so interpretiert? Das ist richtig so. Ich verstehe Zoos als primäre Konditionierungseinrichtungen, in denen Kindern beigebracht wird, der Umgang mit Tier. Sie lernen im Zoo, dass es in Ordnung ist, Wildtiere hinter Panzerglas und Eisengitter und stromführende Zäune einzusperren, allein zum Vergnügen des Menschen. Sie lernen, dass Tiere dazu da sind, dass Mensch sie nutzen kann. Insofern ist die Kritik an Zoos im Grunde die Grundlage jeder tierrechtlichen Arbeit, jedes tierrechtlichen Engagements. Im Zoo lernt Mensch den Umgang mit Tier, der sich dann auch fortsetzt im Umgang mit Tieren in anderen Zusammenhängen, bis hin zur Frage, ob Tiere denn eingesetzt werden dürfen und konsumiert werden können für unsere Nahrung. Grundgelegt wird das alles im Zoo. Das sind die ursprünglichen ersten primären Erfahrungen des Umganges mit Tieren. Jetzt drängt sich mir gerade ganz spontan so eine philosophische Frage auf. Wenn ich ein Kind beibringe, dass Tiere in der Gefangenschaft etwas Natürliches sind, die ich mir zu eigen machen, die ich mir ja, zu Diensten machen kann, bedeutet es doch auch in der nächsten Konsequenz, dass ich den Kindern beibringe, ich darf mir auch Menschen und andere Lebewesen zu Untertanen machen, sofern ich die Macht habe, sie auszunutzen. Das heißt also, Rassismus, Speziesismus spielen da ganz eng zusammen in der grundlegenden Erziehung, oder interpretiere ich das falsch? Nee, Faschismus, Rassismus, Speziesismus wachsen allesamt auf dem gleichen Holz. Ja, und ich denke, das ist das schöne Schlusswort. Ich bedanke mich bei dir und gehe nochmal auf die Bücher ein. Die könnt ihr jederzeit beziehen. Ich blende euch auch nochmal die Quellen ein. Da könnt ihr den ISBN-Code nehmen. Ein sehr interessantes Buch. Und natürlich Zirkus und Zoo. In diesem Sinne, schönen Abend.